Hallo Freunde, heute wollte ich ganz gerne mit euch zusammen den Akku-Handstaubsauger von Ferrex testen. Das Auspacken, ja gut, das hat man für mich quasi schon fast im Geschäft übernommen, das war schon angerissen, dafür ein bisschen günstiger. Und der Akku steht auch mit dabei, ist natürlich nicht mit dem Paket, nicht mit dem Paket bei den Ferrex-Sachen, aber da ich so einen Akku zu Hause habe und den schon sehr gerne für meinen Rasenmäher und so weiter nutze, wollte ich das doch einmal ausprobieren. Warum wollte ich denn jetzt, also habe ich mir jetzt schon zum gefühlt dritten, vierten Mal so einen Handstaubsauger gekauft? Ja, die meisten Handstaubsauger, die taugen tatsächlich nicht besonders viel, weil einfach die Leistung nicht richtig gegeben ist. Gut, jetzt habe ich mir gedacht, hier in diesem Fall haben wir einen Anschluss für 20 Volt Batterie. Wo steht das? Da steht da oben auf der Verpackung. Lass mal schauen. 20 Volt, ne? Und Saugkraft 8 Kilopascal, wie viel das auch immer sein mag. Das wollte ich doch mal jetzt probieren. Und ja, wofür ist das gut? Das ist gut, wenn man zum Beispiel Kinder zu Hause hat und eben den Boden saugen möchte. Richtig coole Sache. Oder wenn man quasi zwischendurch einfach mal sein Auto saugen möchte und nicht unbedingt zur Tanke fahren möchte. So, und das wollte ich ganz gerne jetzt mit diesen 20 Volt, beziehungsweise ich habe ja schon mal erzählt, den 2040 Volt Akku. Das heißt, ich kann damit tatsächlich alle Geräte, die Ferrex so verkauft, ja, benutzen. Los geht's! Vielleicht einmal vorab, also der Handgriff, der ist richtig gut. Ja, also finde ich wirklich sehr praktisch, so wie das aufgebaut ist. Ne? Also nicht irgendwie von hinten, auf der, sondern richtig von der Seite. Das heißt also, es ist tatsächlich, wenn ich das hier halte, sogar hinten ein bisschen schwerer als vorne. Also schon recht gut ausbalanciert. Wenn ich es in der Hand halte, kann man das super halten, super bewegen. Also finde ich echt gut. So, jetzt kommen wir einmal zu der Saugleistung. Ich glaube, ich mache das Ganze einmal auf Weitwinkel, damit wir einfach mehr sehen. Und jetzt schauen wir mal direkt, was man schon drauf hat. Was soll ich sagen? Ja. Also für einen Handstaubsauger überzeugt er absolut. Ja. Also es ist tatsächlich ein bisschen unbequem, mit der einen Hand zu filmen, mit der anderen Hand zu saugen. Aber von Anfang an hat er richtig Leistung gehabt. Klar haben viele andere Staubsauger auch oder Akkusauger, aber nicht so viel, nicht so viele. Also ich hatte schon mehrere und tatsächlich überzeugt der absolut. Das muss ich hier echt zugeben. Also diese 8 Kilopascal, das ist zwar jetzt nicht vergleichbar mit meinem Hausstaubsauger. Der hat natürlich einiges mehr an Power, aber es geht doch gut. Und gerade wenn man keine Kabel ziehen möchte ins Auto. Wenn man eben hier durchsaugen möchte. Also, das geht recht gut. So, was er jetzt nicht hat, also weiß eins von denen, den ich geschenkt oder verschenkt habe, der hatte zwei Stufen, der hat hier jetzt nur eine. Aber das reicht also wirklich. Man merkt, die Saugleistung ist da. So, jetzt schauen wir einfach mal, was ist mit dabei. Mit dabei haben wir so ein Verlängerungsröhrchen und natürlich eine Bürste und so ein Aufsatz. Also das Röhrchen möchte ich jetzt mit euch nicht anschauen, aber so eine Bürste ist vielleicht gar nicht so schlecht für Möbel, wenn man nicht so dran kommt. Und so ein Aufsatz, ja, könnte auch auf so einen Teppich oder hier zwischendurch irgendwo dazwischen, könnte auch gar nicht mal so schlecht sein, so in die Ritzen von Couch oder so.
Ja, das ist jetzt natürlich ein kurzer Test. Ich will ja eigentlich so ein bisschen zeigen, also ja, ich muss mich eigentlich schon fast entschuldigen, dass es hier im Auto so aussieht. Aber für den Test perfekt. Also ich muss zugeben, mit dem Sitz hier im Weg ist das ein bisschen unbequem. Aber der zieht tatsächlich. Also für einen Hauptstaubsauger, das ist der erste, wo ich sage, tatsächlich der zieht. Ja, als ich den letzten von Aldi getestet habe, muss ich zugeben, ja, keine Empfehlung, also nicht fürs Auto. Aber der hier. Wenn ich tatsächlich durch Staub durchgehe, einmal durchgehe und der Staub danach weg ist, dann kann man schon sagen, ja, die Saugleistung ist in Ordnung. Und das ist die hier wirklich. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es sein wird, wenn der Filter irgendwann mal verstopft ist. Wir können ja einmal kurz aufmachen. So. Das ist jetzt natürlich nicht so optimal, aber ich mache das eben ohne Handy kurz auf. So, was lässt sich recht schnell erkennen? Also das große Problem der meisten, ja, Staubsauger, sage ich jetzt mal, die Filter verstopfen recht schnell, ne? Also ich war jetzt nur 2 Minuten damit unterwegs und ja, wie ihr sehen könnt, also auf. Das ist, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob es für Alter geeignet ist oder nicht. Ja, das möchte ich jetzt einfach mal hier nicht behaupten. So, ich schmeiß das jetzt einfach mal so ein bisschen in die Büsche hier. Ja, ja, also ich sag mal, von Reinigen her ist es kein Problem. Das große Problem ist tatsächlich, dass es jetzt nicht nach Dyson-Art gemacht, sag ich mal, wo tatsächlich das Ganze durch so einen Wirbel quasi aufgesaugt wird, sondern es ist einfach nur ein Filtersystem. Ne? Klar, leicht auseinanderzunehmen, leicht zu reinigen, leicht wieder zusammenzubauen. Also, es ist schon gut gemacht, das muss man sagen, es ist gut gemacht, das kann man leicht reinigen. Aber der Filter, der wird natürlich jetzt, also guck mal, das war alles in den Filter, mal eben nach 5 Minuten Auto saugen, ach, 5 Minuten, nach 2 Minuten Auto saugen. Der wird wahrscheinlich trotz seiner relativ guten Fläche, muss man auch dazu sagen, wahrscheinlich sehr schnell verstopft sein. Also da wird man tatsächlich auch zwischendurch mit so einem normalen Staubsauger dran müssen und einmal den Filter reinigen. Ansonsten von Saugleistung, wie gesagt, bin ich jetzt tatsächlich begeistert. Ich werde das Auto mal eben zu Ende saugen und zeige euch dann das Ergebnis. Ja, was ich jetzt tatsächlich cool finde, wir machen einmal den Weitwinkel weg, ein bisschen bessere Bildqualität, habe ich jetzt quasi diese Bürste drauf gemacht und mit der Bürste kann man auch problemlos einmal über die Sitze gehen, ohne große Bedenken zu haben, oder hier einmal über das Panel. Ja. Ohne Bedenken zu haben, dass da jetzt auf einmal irgendwie Kratzer reinkommen. Ich gehe hier einmal mit der Bürste durch. Sag mal, auf Teppich, boah, nicht so optimal, da gehe ich lieber mit so einem offenen Röhrchen durch, aber ich sag mal, gerade Paneele hier,
Das werde ich gleich mit der Bürste einmal durchgehen, um quasi Kratzer zu vermeiden. Finde ich cool. Also wirklich Top-Ergebnis für diesen kleinen Staubsauger. Muss ich zugeben. Der Akku ist natürlich extra. Gut, jetzt muss ich sagen, das Ganze war jetzt ein Sonderangebot. Der hat 15 Euro gekostet. Ich weiß nicht, was das Teil jetzt original kostet. 20, 25, ich weiß es nicht. Also bei Aldi gab, also bei meinen Aldi gab es den jetzt für 15 Euro. Den Akku hatte ich schon. Der hatte ja damals irgendwie, lass mich nicht lügen, 30, 40 Euro gekostet. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Plus Ladegerät. Das muss natürlich separat gekauft werden. Wenn man das aber das schon mal einmal gekauft hat früher oder jetzt einmal kauft, dann geht das halt für alle Geräte. Und tatsächlich, was richtig genial ist, ich habe ein Akku-Ladegerät. Und das ist universal für viele Geräte. Man muss nicht die ganze Zeit einfach nur erstmal schauen, ja, welches Gerät passt denn jetzt, was benutze ich denn jetzt. Das ist nervig. Also mit einem Akku ist das schon richtig cool, finde ich. Ja, Freunde, von mir war es das, so ein kleiner Test. Warte, also ich sage das eben zu Ende, dann zeige ich mal, wie das gleich aussieht. So, was soll ich denn sagen? Also richtig cool, richtig cool. Also man sieht zwar da und hier noch ein paar Staubkörner und komischerweise sehen sie hier jetzt im Bild sogar größer aus, als sie tatsächlich sind. Aber in meinen Augen macht das wirklich das Gerät für also das Geld, 15 Euro, jetzt mal ernsthaft. Okay, jetzt ohne Akku und Ladegerät. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Also Saugleistung ist da, klar, nicht so viel wie bei einem normalen Staubsauger, nicht so viel wie an der Tanke. Aber die ist einfach da und man kann tatsächlich, also ich mache das jetzt gerade auch mit dem Bürstenaufsatz alles. Und das geht super. Ich bin tatsächlich begeistert. Also bei dem Gerät tatsächlich eine Weiterempfehlung von mir. Im Vergleich zu anderen Handstaubsauggeräten richtig gut. Ja, von meiner Seite war es das, Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, ich mache das Auto eben zu Ende fertig. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Abos und Likes. So, jetzt noch mal kurz dazufügen. Jeder kennt das, der sein Auto selbst saugt. Dazwischen, da kommt man wirklich kaum dran, da bleibt immer Dreck hängen, da kriegt man auch mit normalen Staubsauger nicht raus. Jetzt habe ich diesen Aufsatz, es ist zwar nicht optimal, hier ist so eine Gummilippe, aber der passt dazwischen. Also tatsächlich, wie gesagt, sieht jetzt mit dem Handy aufgenommen richtig dreckig aus noch, aber so dreckig ist es tatsächlich gar nicht. Es ist überschaubar, also das kriege ich gleich ja noch sauberer, das kriege ich hin. Also tatsächlich richtig cool. Fürs Auto richtig gut geeignet.